Hallo und willkommen zu Home Sweet Home Survive. Mein Name ist Felix und ich spiele die Nymphe. Ja, mal sehen, wie wir uns schlagen werden. So, das allererste, was wir machen, ist rumlaufen, Türen zerstören. Denn die nerven mich nur später. Das ist auch so das allererste, was man so machen kann, weil ich kann mich noch nicht teleportieren. Ich weiß nicht, wo die Leute sind. Da laufe ich rum und zerstöre hier erstmal alle Türen. So, und gehe jetzt nach da drüben. Ja, ich gehe mal in die Richtung weiter. Oh, dort hinten haben wir sogar welche. Einmal habe ich dich getroffen. Okay, du gehst runter. Ich weiß, hier ist auch jemand runtergegangen. Okay. Sie spielt sich, sie ist recht langsam, ne? Habe ich dich getroffen? Weiß ich nicht. Okay, dort ganz vorne läuft jemand. Zack. Okay. Ah, daneben. Schade. Zack. Oh, gut ausgespielt. Okay, ist gar nicht so einfach zu treffen, wenn die Leute gut ausweichen können. Kaputt, zack. Schade. Kann man auch direkt schlagen? Nee, ne? Das geht nicht, ne? Sie weicht nach links immer aus. Schade. Haha, ich kann nicht treffen. Jetzt kann ich mal treffen. Wir üben das mal, ne? Mit dem Treffen. Die kommt immer hinter Ecken, ne? Schade. Zack. Zweimal. Und ab in den Fahrstuhl nach oben. Okay, sie läuft jetzt weiter rum. Die haben das erste Ding schon aktiviert. Jetzt kann ich meinen Shift-Modus gehen. Okay, die heilt sich. Okay, warte mal. Was ist meine Kraft, wenn ich R aktiviere? Okay, dann... Ach, dann kann ich in den Nahkampf-Modus gehen. Okay, das ist gut zu wissen. Na, man muss ja auch erstmal herausfinden, was so die Leute können, ne? Okay, und du krabbelst da durch. Ach, und du kommst da raus, okay. Ja. Okay. Sie hat mich gestunt. Du gehst da durch. Boah, ist wirklich gar nicht so einfach, finde ich. So, und stört, zack. Ja, man muss auch erstmal einmal die Spectre herausfinden, so was die so können. Die ist wieder nach unten. Boah, sie ist halt auch echt langsam, ne? Und kriecht hier weiter durch Lüftungsschächte, okay. Ich zerstöre hier. Kaputt. Und du hast mich gestunt. Ich wollte noch mein Schutzschild aktivieren, aber ich war zu langsam. Schade, hier muss ich durch. Ah, um die weiter zu verfolgen. Und bin damit gestunt und die sind schon so krass an den Schreien aktiv. Okay, wenn ich wieder jemanden finde, muss ich in meinen Power-Modus gehen. Zack. Schade. Los, geh doch in den Power-Modus. Oh, und ich hab dich. Okay, die erste ist tot, aber sie haben auch schon das erste Ritual aktiviert. Das ist nicht gut. Die sind echt nicht schlecht, die Survivor hier. Okay. Jetzt kann ich den Demodus halt hinterher schweben. Aber ich bin dann auch kurz gestunt, indem ich halt nichts machen kann. Warte mal, ich habe doch gerade eben hier jemanden gesehen. Zack. Das ging voll daneben. Ist das wieder die, die ausweichen kann? Verdammt. Die weicht immer nach links aus. Okay, da kann ich auch nicht durchwerfen. Schade. Gut, dann gehe ich wieder in meine Gespenstform. Und versuche hier unten mal zuzuschlagen. So, immer die Leute suchen, die vielleicht nicht ganz so gut ausweichen können. Schade. Okay, hier zerstöre ich. Die Sache ist, ihr fehlt halt auch... Gut, ich bin zu sehr die andere gewöhnt, die Belle.
die ja eigentlich direkt auch schneller wurde, wenn sie Leute gejagt hat. Oh, ich habe daneben geschmissen. Okay, dann gehe ich in den anderen Modus. Und folge dich so. Schade. Okay, die ist runter. Die andere wurde wiederbelebt. Und hier ist wieder ein Stun. Okay, dort ganz hinten sind sie anscheinend am Ritual und verhauen dort Skillchecks. Ah, okay, mein Power-Modus endet. Okay, so ganz, wie gesagt, bin ich noch nicht... Ja, aber ist auch meine allererste Runde mit der, ne? Also, da muss ich auch nicht gut spielen, bin ich ehrlich. Zack. Ich glaube, wenn ich die treffe, sind die auch ein bisschen verlangsamt, ne? Okay, jetzt hat sie mich mit heiligem Wasser getroffen. Das verschliert immer so ein bisschen meine Sicht, ne? Aber die ist hier im Schrank, oder? Nee, die ist nach da unten weg. Ah, verdammt. Ich krieg halt auch nichts hin, ne? Ich krieg gerade wirklich nichts hin. Na komm schon. Und sie hat so ein Ding gezündet. So, okay, jetzt schwebe ich ihr wieder hinterher. Und sie ist wieder irgendwo in einem Schrank oder irgendwo weg. Zack. Habe ich dich. Du bist auch tot. Okay, und die anderen sind an den anderen Ritualen. Ne? Okay, du bist tot. Okay, dort hinten ist niemand. Okay, dann vielleicht ganz oben. Ja, die laufen nach da. Zack. Ah, schade. Okay, wo bist du lang? Hier unten in den Luft... Ah ja, nach da unten. Okay, ich gehe wieder in den Schiff, also dass ich halt schnell durch die Gegend, in den Spectre-Modus. Dass ich schnell durch die Gegend komme. Ja, musste ich machen. Um jetzt hier zuzuschlagen. Ah, okay. Die will ich nicht. Die nervt nur. Ich muss hier hingehen. Hier sind die halt auch, ne? Oh, hier ist auch direkt jemand. Zack. Und ich kann sie töten. Super, die erste ist down. So, du bist tot. Und zwar komplett. Einmal. Ja, krieg ich da durch. Da kommst du da raus. Zweimal. Oh, die Sitze. Ah, ich sehe nichts. Hör auf. Ja, hier rein. Und zerstört. Und dadurch, okay. Oh, schade. Oh, sie haben alle Rituale gemacht. Okay. Zack. Oh, und die heilen sich ja auch immer alle. Ah, verdammt. Ich muss sie halt jetzt killen, ne? Aber hey, ist vielleicht auch mal ganz spannend, wie es aussieht, wenn man als Spectre geplättet wird, ne? Okay, ich bekomme jetzt hier immer weiter Schaden. Okay, alle sind hier. Alle sind hier, okay. Die kloppen auf mich ein. Ich kann ja zum Glück werfen, ne? Okay, die kloppen alle auf mich ein. Oh, ist das frustrierend? Ich kann halt nichts machen. Okay, ich aktiviere mein Schutzschild. Ich gehe in den Bodenmodus. Ey, ich will in den anderen Modus. Okay. Ich muss mein Schutzschild aktivieren, sonst sterbe ich hier.
Okay, die öffnet hier das Ding. Los, los, schlag doch! Schlag doch! Ah, und sie ist raus. Schade. Ich habe nicht mehr viel Leben, ne? Das ist hier ein Spiel auf Leben und Tod gerade, ne? Oh, es ist wirklich schwierig zu treffen, ne? Okay, hier sind jetzt wieder beide. Zack. Okay, jetzt kommen sie nicht tot. Ei, haben die gut gespielt. Aber ich habe es einfach nicht hinbekommen, mit diesen Dingern zu treffen. Naja, sollte wohl nicht sein, ne? Gute Überlebende. Okay, aber hey, wir haben wenigstens mal gesehen, wie es aussieht, wenn man auch mal als Spectre niedergemacht wird. Sie finde ich tatsächlich echt schwer zu spielen, ne? Da liegt mir da die Belle, also die mit dem Cuttermesser, deutlich mehr. Aber, na gut, mir liegen generell Nahkampfkiller immer mehr als Fernkampfkiller. Die Überlebenden haben aber sehr gut gespielt, ne? Na gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!